Hallo und willkommen zurück zu Life in the Woods. Wir sind hier gerade wieder mal auf einer Höhlentour. Diesmal war ich direkt in eine Höhle gegangen, die sogar glücklicherweise direkt zu der Koordinatentiefe von Diamanten geführt hat. Und diese hoffe ich mir natürlich nun hier zu finden. Erhoffe ich mir zu finden. Und um das zu tun, werde ich erstmal hier das Wasser abstellen müssen, damit ich hier unten mich sinnvoll frei bewegen kann. Ist jede Menge Lava gewesen, dann sieht man, dass man auf der Höhe ist, dass man Diamanten finden könnte. Allerdings ist es auch eine sehr offene Höhle. Ah! Sehr offene Höhle, das heißt, es ist auch nicht ganz so leicht, alles sinnvoll auszuleuchten und alle Zugänge abzusichern. Besonders wenn dann Creeper aus der Luft reinkommen. Zum Glück regeneriere ich schon relativ schnell. Ich sollte mal ein bisschen mit Pfeil und Bogen schießen, oder? Ich sollte erstmal hier oben absichern. Du bist da hinterm Wasserfall. Ich nicht. Steht ihr übereinander? Ist da ein Skelett vorne? Nein, ich bin schwach. Aber es glaube ich nur im Nahkampf gilt das, oder? Weiß es nicht. Weakness. Wie viel Pfeile habe ich noch? 14? Aber ich habe noch ein Backpack, habe ich eingepackt. Gut, das kann man erstmal alles tot. Können wir wieder ein bisschen ausleuchten mit unseren neuen Fackeln, die wir gerade noch dabei haben. Und natürlich auch in das Dings da reinrennen. Da ist wieder so ein Malachite. Ich muss unbedingt das Wasser abstellen, wo auch immer das gerade herkommt. Ach Gott. Das war eine Wasserquelle. Die Wasserquelle kann ich jetzt nicht unbedingt von oben abstellen, aber die kann ich hier unten abstellen. Und auch wenn gerade die Gefahr besteht, dass von oben irgendwas runterkommt oder aus der Richtung, ich werde mir ganz schnell mal neue Fackeln basteln. Das nehmen wir hier raus. Die Kohle nehmen wir raus, weil die Kohle will ich erstmal verbrauchen. Obwohl, wir können ja erstmal die Fackeln machen und dann die Kohle benutzen zum Fackeln machen. So, haben wir erstmal wieder ein 64er-Stack. Das Gold und das Eisen hier lasse ich erstmal hier drin. Falls ich hier nochmal zurückkommen sollte, werde ich das hier holen. Ansonsten gehe ich erstmal da unten lang, weil sieht ja vielversprechend aus. Und hier komme ich auch hier runter. Sehr gut. Und dann nicht gucken. Können überall Diamanten versteckt sein. Nicht vergessen. Ist das schön Gestein. Und immer noch ein Fan. Eklogite, Cobblestone, weg damit. Lava zu schütten. Sehr, nicht wirksam. Hier haben wir alles zugeschüttet, okay, beziehungsweise hat das Wasser das von sich aus gemacht. Ich würde mich mal ganz kurz hier durch. Gucken, ob der Lavasee zu einer Höhle dazugehört oder ob das nur der Lavasee sozusagen ist. Bisschen Redstone, sehr schön. Wasser reinkippen, bevor hier irgendwas von hinten mich da reinschubst. Hier ist nix. Hier können wir runter und dort wieder hoch. Und hier waren wir schon. Okay, da ist ein Creeper. Hier ist ein Mini-Schluck Lava. Also falls einer Lava braucht, ich habe genug. Einfach bei mir melden. Hallo Creeper. Tut mir jetzt fast leid.
Ja, da war ich durchgekommen, genau. Und hier ist wieder die große Höhle, die Wasser aus allen Ecken kommen hat. Kommt aus drei Feldern Wasser. Könnte es aber sinnvoll abstellen, theoretisch. Wenn ich nicht direkt unter das Wasser den Dreck setze. Na. Hat ein Zombie. So, jetzt müsste um uns rum das Wasser weg sein. Und das blockieren wir hier. Und das blockieren wir auch da unten. Ne, das können wir da oben blockieren. Okay. Da ist Lapis, leider kein Diamant. Ah, vielleicht habe ich schon irgendwo auf dem Boden Diamant übersehen durch das viele Wasser. Na, das war jetzt natürlich das Beste, was ich machen konnte. Wieso komme ich hier nicht hoch? Gut. Machen wir dort erstmal eine Kerze ran und jetzt müssen wir den Boden schnell mit Kerzen übersehen. Da ist Malachite an der Decke. Es ist sehr offen, aber immer noch keine Diamanten. Das finde ich sehr schade. Entweder ist das dadurch, dass die anderen Edelsteine die da Diamanten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ersetzen. Oder es ist einfach nur Pech. Keine Ahnung. Oder es ist auch biombedingt? Nee, die werden die Diamanten nicht biomabhängig machen, oder? Glaube ich nicht. Das habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Cobblestone, das heißt, da kommt Lava raus. Okay, gut zu wissen. Lava Pocket. Was ist das da? Hinter der Lava. Ist sowas eigentlich nur bei einem Erz, wenn man hier rundrum so aber so einen Gestein hat, sage ich doch. Aber es war eben nur Redstone. Hätte ja auch Diamant sein können. Man weiß es ja nicht, ne? Muss ja alles sicherheitshalber nachschauen. Schauen wir mal kurz die Richtung ab. Das sieht so aus, als wenn es sehr weit nach oben führt. Heißt nicht glücklich für uns. Ach, ich muss was essen. Ja. Hoffen wir mal, dass wir noch irgendwo Diamanten finden, weil ich bin bisher nicht so begeistert von der ganzen Höhle. Es war schön, dass wir hier sehr offen und sehr höhenlagenmäßig gut haben, aber Diamanten sind wirklich rare occurrences oder so. Und ich will nicht anfangen zum Strip meinen, also hier so einmal zwei Wege zu schlagen. Das ist nicht unbedingt der Sinn bei einem Exploration-Spiel oder Exploration-Karte-Mod-Pack. Für Ressourcen jetzt hier Strip meinen zu müssen. Hm. Das ist ja normaler Cobblestone. Nein, das Ende. Das auch Ende. Das heißt, das ist einfach nur ein Lavasee mit ein bisschen Gestein drüber. Drüber könnten Diamanten sein, aber das wäre jetzt zu viel Arbeit, alles wegzubuddeln. Das ist das, dann das gleiche wie Strip Mining. Hier wollte ich noch den. Ganz vergessen. Gut. Ach Gott. Den sieht man kaum, weil man denkt, dahinter ist Kohle. Wo? Sonne weg, ne? Ja, das heißt. Schmeiß mal gleich mal in die Lava, nicht das Backpack, den Bogen. Und naja, das andere nehmen wir euch mit. So, hier haben wir noch einen sehr offenen Teil, den ich noch nicht großartig besucht habe. Na doch, ein bisschen war ich hier schon. Und die Wasserquelle, den stört mich auch ein bisschen. Der springt im Wasser rum. Sehr gut.
hier Ruhe. Mädel, Junge, Mädel. Junge, Alter, Junge. Na. So nur hoch nicht, so einfach mach ich den nicht. Ach nee, das sind so komische Pflanzen, die seltener sind. Allerdings habe ich hier schon so viele jetzt, dass ich auch nicht weiß, ob die wirklich so selten sind. Irgendwo stirbt gerade ein Creeper. Das war gefährlich. Bisschen Glowstone, okay. Also hier ist ja wieder ein riesiger Lavasee. Guck mal, ob ich den sinnvoll abgesucht bekomme. Ja, ein Creeper, der will was von mir. Habe jetzt keine Lust, da runter zu gehen und zu sterben. Verbindet sich das auch hiermit? Nee. Dann ist ein Skelett. Aber Spinnen sieht man hier auch sehr selten unten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Weil ich jetzt gerade das Spinnengeräusch gehört habe. Was natürlich die Vermutung nahelegt, dass es hier irgendwo ein Spinnenspawner ist, aber so wirklich eine random Spinne. Alles hier befackeln. Gehen wir mal hier die Richtung kurz ab und dann gehen wir mal unten den Lavasee absuchen. Die Fackeln sind gleich wieder alle, muss ich vorsichtig sein. Ich dachte, der mir hier irgendwo Dingens freispringt. Da war und ich dann reinrenne aus Versehen, weil die vorher noch nicht da war. Muss man immer vorsichtig sein, wenn ein Creeper so auf Lava-Ebene explodiert. Der explodiert ja nicht, der sprengt ja nicht die Obsidian weg. Aber wo Gestein ist, neben Lava, da kann immer Lava drunter sein. Beziehungsweise Lava dann seitlich wegfließen Richtung dem Stein, den er weggesprengt hat. Muss man immer vorsichtig sein. Auch im normalen Vanilla Minecraft. Und natürlich auch hier. Lava Bucket Home. Nee. Ist ja Wasserbucket. Kurz in einer nicht sicheren Stelle. Standardmäßig. Wir machen gleich mal zwei Stacks packen. Irgendwas wollte ich jetzt noch so wegräumen. Zeugs. Machen wir es so. Du kommst hier hoch. Holz ummandeln. Hackeln. Fackeln, Rastkohle. Pfeile rausholen, bevor ich es vergesse. Und Fisch essen. Das Lab ist cool. Das sieht da hinten nach einem Weg aus, der aber. Doch, der führt dann noch ein Stück weiter, aber das ist zu viel Gehacke. Ich gehe hier, hier oben in die Richtung, vielleicht komme ich da nochmal an, dort, wo das rauskommt. Du versteckst dich hier auch ganz fies. Das war ein ganz fieses Versteck. Das ist gemein, der versteckt sich. Oh, bin ich auf 2 hoch? Hier bin ich auf 2 hoch. Au! Das Skelett hat ihn verjagt. Jetzt habe ich natürlich voll das Problem. Autsch, hat mich trotzdem mal getroffen. Irgendwo rennen noch die Endermänner rum. Muss vorsichtig sein. Hier ist einer. Gut, Enderperle. Hier kommt noch ein Zombie. Also mal der von mir will. Der zweite Endermann fehlt mir noch. Ich glaube, den habe ich auch angeguckt. Kann auch sein, dass er einfach nur wegteleportiert ist. Bisschen alles ausfackeln.
Wir sind knapp über der Lava-Ebene, aber immer noch auf Diamantenhöhe. Ach, dahin wollte ich. Da gehe ich jetzt nicht hin. Das sieht so nach extrem viel Wasser aus. Das heißt, sehr schwer zu traversen, also zu durchqueren. Oder überwinden. Noch mehr Gold. Ich sollte nicht so sehr Gold favorisieren, eher Eisen und Kohle. Weil es gab ja auch Haufen Gerätschaften, wo man noch Eisen verbraucht hat. Wenn ich mir alleine die Hacken angucke, da habe ich ja bestimmt schon 24 Eisen nur für Hacken verbraucht, um die ganzen Seeds da zu sammeln. Und den Boden für die Gartenarbeit da. Für unsere kleine Farm abzuarbeiten. Ich habe Angst. Ich werde mal kurz mich hier umkümmern. Gut, den Hammer. Der war One-Hit? Okay. Das heißt, der hat schon irgendwo Schaden bekommen wahrscheinlich. Nach unten gucken. Gefährlich. Und das ist zweimal jetzt hier nach unten. Das Wasser muss abgestellt. Das mache ich aber nicht so wie sonst immer, sondern das werde ich so machen. Weil da jetzt oben zwei Wasserquellen sind und ich wollte beide mit einem Mal ausschalten. Das ist das Wichtige mir gewesen. Was ist das für jemand? Mal kurz reinhacken. Die sah mir richtig aus. Ne, waren wir schon. Das war das Wasser, was wir gerade abgestellt haben, was hier Mist gemacht hat, sozusagen. Ich sehe aber keine Diamanten. Sag mal, nicht rollen. Sieht hier sehr offen aus, deswegen will ich trotzdem nochmal hier lang buddeln. Mach mal kurz hinter mir einen Dreckblock ein, dass keiner von hinten kommt. Oh, ich habe langsam Mangel an Dreck. Nimm erstmal Steine. Hier ist eine Spinne gestorben? Wie das? Ach nee, das war abgebrannte Spinnenwebe, oder? Mhm. So viel zu dem Thema. Ich werde mal, hier unten bin ich jetzt relativ sicher, neue Picke machen, die Schippe aus dem Backpack nehmen. Wo kann ich nicht die Picke? Sollte ich auf jeden Fall für die Diamanten benutzen. Da ist das die Gefahr, wenn ich sterbe, was dann passiert. 1, 2, 3. Und das. So, dann packen wir gleich wieder das hier alles rein. Kann man dann mal wieder ins andere Backpack packen. Den Trank will ich übrigens benutzen, wenn irgendwo ein Spawner ist, wo ich schwer reinkomme. Zum Beispiel ein Skelett-Spawner, wo ich erstmal alles töten muss, wo ich aber vermutlich viel Schaden nehme. Da würde ich vorher dann diesen Trank nehmen. So. Cobblestones benutze ich ja gerade zum ja, bist da. Ihr wisst schon. Absichern und so. Genau. Warte. Manchmal benutze auch ich sie. Hier sieht es doch schon mal leicht begehbar aus, oder? Ich muss nur hier offen die Augen offen halten nach Diamanten. Zu leicht begehbar, würde ich sogar sagen. Zu gefährlich begehbar. Komm wieder von überall. War ich hier schon? Scheinbar. Warum hat das Wasser nicht abgedreht? Ich bin nachlässig.
Ach, hier sind wir, okay. Wenn man sich mal anguckt, wie viele von diesen seltenen, in Anführungsstrichen seltenen Pflanzen da sind, da brauche ich die eigentlich nicht mehr sammeln, oder? Miner's Delight. Miner's Daylight. Sensor. Was geht hier hinten ab? Alles, was nicht dran ist. Gut, hier scheinen keine Diamanten zu sein. Ich will Diamanten, gebt mir ein paar Diamanten. Wo können wir jetzt noch hingehen, wo wir hoffentlich... Ach Gott, was kommt denn da für ein Viehzeug schon wieder angerannt? Jetzt habe ich die Wasserquellen größtenteils ausgestellt, jetzt kommen wieder überall Viecher angerannt. Ich werde erst mit denen da loswerden. Hier ist dieser Regenwasserfall, wo immer der herkommt. Ja, da kommt er her. Gut zu wissen. Machen wir erstmal hier alles ausleuchten. Und hier. Da ist noch eine Wasserquelle, hab ich nicht gesehen. Und da ist wieder so ein lustiger Edelstein. Her damit. Meiner. Das Gold. Aber hier waren wir schon. Ja, das ist das, wo es nach oben so ewig ging. Genau. Das nehmen wir erstmal mit. Kann man auch aus goldenen Karotten irgendwie Karotten-Dingens machen? Würde mich mal interessieren. So, hier gab es aber noch einige Wege, die habe ich noch nicht richtig abgesucht. Was ist denn das hier zum Beispiel? Höhe passt. Das ist gefährlich. Gut, erledigt. Nicht mehr gefährlich. Jetzt geht das hier noch sehr viel weiter. Ah, da geht's noch weiter. Ah, hier war ich schon. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das Lapis noch gebrauchen könnte. Ich nehme es erstmal mit. Erstmal alles mitnehmen. Und dann sagen, dass man es nicht braucht. Bevor es erst nicht mitnimmt und dann doch. Ne? So, hier war ich ja. Langsam wird es kompliziert mit der Höhle. Am besten, ich werde erstmal die Folge jetzt beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und da findet ihr raus, ob ich hier nochmal irgendwann mich zurechtfinde in meiner Höhle. Also, bis dahin. Tschüss.